Hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Auf EdTech präsentieren wir euch immer wieder Themen, die sowohl spannend als auch bereichernd sind. Auch in diesem Video tauchen wir in die Geschichte hinter Deutschlands Hass auf die Atomkraft ein. Wir werden uns insbesondere mit Kernkraftwerken und der Strategie des Landes zur Vermeidung von Kohlenstoff bei der Energieerzeugung beschäftigen. In den letzten Jahren haben wir alle miterlebt, wie sich die einzelnen Länder im Kampf gegen den Klimawandel engagieren. Experten zufolge ist die Kernenergie ein Schlüsselelement, um dieses Ziel zu erreichen. Und das aufgrund ihrer großen Produktionskapazität und der Möglichkeit, diese effizient und nachhaltig auszubauen. Deutschland hat seinerseits beschlossen, dieser mächtigen Methode der Energieerzeugung den Rücken zu kehren. Stattdessen verfolgt es eine Strategie, die sich heute als besorgniserregend herausgestellt hat. Seid ihr bereit, sie zu entdecken? Wenn ja, bleibt bis zum Ende des Videos. Deutschlands Hass auf die Kernenergie macht sich nun auch bei der globalen Klimaerwärmung bemerkbar. Wie würden Sie uns sagen? Nun, diese Maßnahme, die es Deutschland nach eigenen Angaben ermöglichen würde, sein Null-Emissionsziel zu erreichen, ruft nun im Rest der Welt zahlreiche Bedenken hervor. Experten sind der Meinung, dass die Einführung der Kernenergie eine der Alternativen ist, die uns helfen könnten, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Doch Deutschland plant trotz dieser Tatsache, sie zu verwerfen und vollständig aus der Kernenergie auszusteigen. Aber warum eine solche Entscheidung? Die Anti-Atomkraft-Bewegung in Deutschland ist eigentlich nicht neu. Sie entstand bereits vor vielen Jahren, insbesondere in den 1970er Jahren. Eine Bewegung, die nach Ansicht des Landes nach den katastrophalen Ereignissen im Zusammenhang mit Kernkraftwerken, die darauf folgten, normal war. Im Laufe des 20. Jahrhunderts war die Opposition gegen diese Energiequelle im ganzen Land viral geworden. Viele Sympathisanten schlossen sich der Sache an, um gegen die Kernkraft zu opponieren. Dies umso mehr, als in den 1970er Jahren mehrere deutsche Kraftwerke ohne Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsstandards betrieben wurden. Dies gefährdete nach Angaben des Landes nicht nur die Arbeiter an diesen Standorten, sondern auch einfache Bürger schwer. Dies war jedoch nicht der einzige Grund. Im Jahr 1979 ereignete sich in einem US-amerikanischen Kernkraftwerk in Three Mile Island ein schwerer Unfall. Der fragliche Unfall ereignete sich am 28. März 1979. Er wurde als der schlimmste Atomunfall in der Geschichte der USA bezeichnet. Aber täuschen Sie sich nicht, wenn Sie glauben, dass er aufgrund und der Anzahl der Toten oder Verletzten als solcher bezeichnet wurde. Der Unfall führte zum Schmelzen des Reaktorkerns. Es gab jedoch keine Toten oder Verletzten und die radioaktive Verseuchung wurde verringert. Letztendlich kam es auch nicht zu einer Explosion oder einem Brand. Der Großteil der Strahlung wurde eingedämmt. Im Anschluss an die Untersuchung dieser großen Katastrophe wurden Maßnahmen ergriffen, die Planungen, die Managementsysteme, die Ausbildung des Personals und die Notfallverfahren wurden verstärkt und verbessert. Im Gegensatz dazu kam es in Deutschland zu unvorhersehbaren Kollateralschäden. Dieser Unfall hat die Sichtweise der Atomkraftgegner im Land erheblich gestärkt. Danach verachteten mehr als 200.000 Menschen diese Energiequelle. Sie betrachteten sie als eine Bedrohung für die Gemeinschaft. Ein Ereignis, das unter anderem zur Gründung der politischen Gruppe Die Grünen im Land im Jahr 1980 beitrug. Darüber hinaus kam es 1986 in einem Atomkraftwerk in Tschernobyl zu einer weiteren verheerenden Katastrophe. Sie löste weltweit, aber insbesondere in Deutschland, Angst und Abneigung gegen die Kernenergie aus. Trotzdem braucht man einen gewissen Abstand, um das Drama nach der Explosion des Reaktors Nummer 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl richtig zu verstehen. Diese Katastrophe hat leider mehrere Todesopfer gefordert. Sie betraf jedoch insbesondere Russland, die Ukraine und Weißrussland. Die skandinavischen Länder stellten sofort fest, dass die Luft vom sowjetischen Kontinent die Spuren von Radioaktivität trug. Bis heute gilt es als der schlimmste zivile Nuklearunfall in der Geschichte, der sich in der Ukraine ereignete. Und es stellte sich heraus, dass diese Technologie, die man für effizient und nachhaltig hielt, eine Reihe von unkalkulierbaren Risiken mit sich brachte. Als die Grüne Partei und die deutschen Sozialdemokraten 1998 die Wahlen gewannen, wurde eine wichtige Entscheidung getroffen. Die Atomkraftwerke des Landes werden eine begrenzte Lebensdauer von 32 Jahren haben. Außerdem werden sie nur eine bestimmte Menge an Energie produzieren, bevor sie abgeschaltet werden. Es wurde auch beschlossen, dass alle Atomkraftwerke des Landes bis 2022 geschlossen werden. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. 2019 beschloss Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. Um 8 Jahre für die 7 Meiler, die bereits abgeschaltet waren, und um 14 Jahre für die 10 Meiler, die noch im Betrieb sind. Leider wurde diese Entscheidung bald wieder zurückgenommen, denn am 11. März 2011 hatte sich im Atomkraftwerk Fukushima in Japan eine weitere ungeheuerliche Katastrophe ereignet.
An diesem Tag wurde Japan von einem Erdbeben überrascht, das von Tohoku in Ostjapan ausging. Das Beben erreichte eine Stärke von 9,0 auf der Richterskala. Daraufhin folgte ein Tsunami. Die Wellen erreichten eine Höhe von mehr als 10 Metern. Das Erdbeben und der Tsunami verursachten im Nordosten Japan zahlreiche Todesopfer und große Schäden. Das Erdbeben führte aber auch zu einem Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In den ersten Tagen nach dem Unfall setzte die IAEO Teams ein, um die Schlüsselelemente der nuklearen Sicherheit und die Radioaktivitätswerte zu bewerten. Daraufhin setzten die deutschen Behörden die zuvor festgelegte Ausweitung der Abschaltungen aus. Die 8 Kernkraftwerke wurden sofort stillgelegt. Was die verbleibenden Werke betrifft, so wurde beschlossen, dass ihr Betrieb bis zu ihrer Schließung im Jahr 2022 eingeschränkt werden sollte. Eine Entscheidung, die nach Ansicht des Rests der Welt der schlimmste Fehler Deutschlands war. Aber warum ist das so? Tatsächlich wurden die 3 Reaktoren, die das Land bis Ende 2022 abschalten will, in den 1980er Jahren gebaut. Zusammen sind sie in der Lage, genug Energie zu erzeugen, um Millionen von Wohnungen zu versorgen. In Bezug auf den Wirkungsgrad wäre ihre Produktion pro Stunde mit der von 1000 laufenden Windkraftanlagen vergleichbar. Eine Energiemenge, die das Land einfach wegwerfen wird, wenn es diese Kernkraftwerke aufgibt. Aber das ist nicht der Punkt. Tatsächlich dachten die Deutschen, dass sie sich bei der Schließung der Atomkraftwerke auf ihre erneuerbaren Energiequellen in Kombination mit ihren Kohlekraftwerken verlassen würden. Wie wir jedoch alle wissen, produzieren Windräder und Photovoltaikanlagen nur sehr wenig Energie. Um seinen Energiebedarf zu decken, hätte Deutschland in hohem Maße auf Kohle zurückgegriffen. Dies rechtfertigt nach Ansicht anderer Länder den Anstieg der CO2-Emissionen, der bereits seit einigen Jahren zu beobachten ist. Das Land plant jedoch auch, die Kohle als Energiequelle zu streichen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass dies angesichts der derzeitigen Energiesituation nicht so bald geschehen wird. Ihnen zufolge ist seine nächste Strategie, Wasserstoff anstelle von fossilen Brennstoffen zu nutzen, nicht schlecht. Im Gegenteil, dies könnte eine revolutionäre Maßnahme für eine kosteneffiziente Energiewende sein. Dennoch ist dieser Ansatz angesichts der Kosten und der Schwierigkeit, ihn zu verwirklichen, übertrieben. Das Land sollte daher einen Notfallplan für den Fall in Betracht ziehen, dass nicht alles nach Plan verläuft. Die Schließung dieser 3 Atomkraftwerke wäre also wirklich ein großer Fehler? Vor allem, da sie den größten Teil der Energieproduktion des Landes ausmachen. Der Rest der Welt fragt sich dennoch etwas. Hat Deutschland berücksichtigt, dass ihm in einigen Jahren die Ressourcen ausgehen könnten? So viele Fragen bleiben vorerst unbeantwortet. Die Ausstiegsentscheidung könnte das Land in eine kritische finanzielle Schieflage bringen. Vor allem aber könnte sie zu einem massiven Stromausfall und sogar zu sozialer Instabilität auf allen Ebenen führen. Die Kernenergie könnte somit ein Schlüsselverbündeter sein, wenn es darum geht, dass sich Deutschland allmählich von fossilen Energieträgern abwendet. Glaubt ihr, dass der Hass auf die Kernenergie in Deutschland noch einmal überdacht werden könnte? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Das war's. Wir haben gerade gesehen, warum Deutschland die Kernenergie so sehr fürchtet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns bitte einen Kommentar. Und um über unsere nächsten Videos informiert zu werden, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigung. Und vergesst nicht, uns einen kleinen blauen Daumen zu geben, das würde uns wirklich sehr freuen. Bis bald für ein weiteres Thema auf ATEC. Auf Wiedersehen.